Tobias Mayer, Mathematiker, Physiker und Astronom. 1751 bis 1762, Lange Geismar Straße 49. Tobias Mayer. Tobias Mayer, geboren am 17.02.1723 in Marbach-Württemberg, gestorben am 20.02.1762 in Göttingen, war Mathematiker, Physiker und Astronom. Von 1746 bis 1751 war er in dem bedeutenden Kartenverlag des Johann Hohmann in Nürnberg als Zeichner tätig. Um geografische Koordinaten festzustellen, stellte er astronomische Berechnungen an. 1751 wurde Mayer, ohne je an einer Universität studiert zu haben, als ordentlicher Professor der Mathematik nach Göttingen berufen. Ab 1754 war er Direktor der Alten Sternwarte, die in einem der alten Türme der alten Stadtmauer untergebracht war. Mayer war der erste große Astronom in Göttingen. Bahnbrechend sind seine astronomischen Berechnungen der Mondbewegung für die Bestimmung der Längengrade auf See. Berühmt sind auch seine Beobachtungen zur Eigenbewegung einiger Fixsterne. Seine 1770 in London erschienenen Sonnen- und Mondtafeln brachten seiner Witwe ein hohes, vom britischen Parlament ausgesetztes Preisgeld. Auch Mayers Arbeiten und Versuche über den Erdmagnetismus schufen die Grundlage auf diesem Gebiet. Während des Erdbebens in Lissabon 1756 stellte Mayer in Göttingen Beobachtungen an, die für die Erdbebenforschung von größter Bedeutung wurden. Sein Sohn Tobias Mayer, 1752 bis 1830, wurde ein bekannter Physiker und Nachfolger auf dem Lehrstuhl Georg Christoph Lichtenbergs. Mayer wohnte von März 1751 bis zu seinem Tod in dem vom Kaufmann Hildebrand gekauften Haus Lange Geismar Straße 50. Die alte Sternwarte, an der Mayer wirkte, befand sich in der Turmstraße, damals auch Klein Paris genannt, auf dem ehemaligen Festungsturm, der von der Stadt als Spritzenhaus benutzt worden war. Ein Teil dieses Turms war noch 1897 vorhanden und wurde dann abgerissen. Mayer ist auf dem Albani-Kirchhof begraben. Die Gedenktafel wurde 1890 im Einvernehmen mit sämtlichen Professoren der Mathematik, Physik und Astronomie der Universität Göttingen auf Antrag von Professor Felix Klein angebracht und 1953 erneuert.